Endlich rollt er wieder, der Ball. Ab 16. Mai kommt die Fußball-Bundesliga zurück. Und trotz der vielen Lockerungen läuft es bei der Wirtschaft in vielen Branchen eben nicht rund. Vom Abstieg bedroht ist die deutsche Lufthansa und in Karlsruhe, da platzte diese Woche eine Bombe. Damit herzlich willkommen zu Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Erstverluste, dann Erholungsgewinne. Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen kommen am Markt gut an und nähren die Hoffnung auf eine gewisse Normalität. Der DAX klettert langsam wieder in die Richtung von 11.000 Punkten. Von Unternehmensseite richten Anleger ihre Blicke auf Heidelberg Zement, Continental sowie Munich Re, die vorbörslich Zahlen am Donnerstag vorlegten. Tja, und bei der Lufthansa, da droht sogar der Abstieg aus dem deutschen Leitindex. Im Juni wird die deutsche Börse wieder über die Zusammensetzung der DAX 30 Werte beraten. Momentan fliegt die Lufthansa mit rund 3.000 Passagieren pro Tag. Das ist der Stand von 1955. Die Verhandlungen um ein 9 Milliarden schweres Rettungspaket gehen weiter. Die Frage ist, wie viel Einfluss wird der Staat auf die Airline haben? Paukenschlag bei der Notenbankpolitik. Die milliardenschweren Anleihekäufe der EZB sind teilweise verfassungswidrig, so das Bundesverfassungsgericht. Wie sind diese Maßnahmen denn zu bewerten? Es ist ja auch mit Stabilität an sich nicht mehr zu vereinbaren, was die EZB macht. Aber natürlich muss man auch sehr praktisch schauen. Wo ist die Alternative, wenn die EZB nicht eingreift? Länder wie Italien, wenn keine Chance haben, aus eigener Kraft die Verschuldung zu stemmen, müsste Italien die eigentlich richtigen Zinssätze, die mit der Bonität Italiens verbunden wären, zahlen. Dann hätte Italien ein Insolvenzproblem. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen bequem von zu Hause aus vertiefen wollt, dann nehmt gerne teil an den kostenlosen Börsenwebinaren der Trading House Börsenakademie. Die nächsten Termine am 17. Juni erfolgreich mit dem Trendfolgesystem Bluster handeln und bald gibt es auch neue Termine für Chancen in der Börsenkrise mit André Stagge. Meldet euch am besten jetzt sofort an. Mehr Informationen findet ihr außerdem auf trading-haus.de. Trotz oder gerade wegen Corona läuft es super beim Online-Portal Zalando. Man möchte dieses Jahr den Umsatz um bis zu 20% steigern und aus dem Jahr profitabel herausgehen. Wachstumstreiber seien die Verschiebung der Kundennachfrage von offline nach online. Allein in den letzten 3 Wochen kamen zudem 50 neue Partner zum Partnerprogramm hinzu. Und jetzt geht es weiter mit den Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Wir schauen zuerst auf Adidas, nachdem das Papier des Sportartikelherstellers Anfang des Jahres noch einen Rekordwert von gut 317,08 Euro vermelden konnte, stürzte die Aktie dann Mitte März auf 160,86 Euro ab. In diesem Bereich konnte eine Stabilisierung gelingen. Ende April wurde schließlich die letzte Aufwärtsphase eindeutig verlassen und führte geradewegs in einen Abwärtstrend hinein. Die letzte Erholungsbewegung dürfte aus technischer Sicht nur ein Zwischenschritt gewesen sein. Nun folgt die Aktie wieder dem übergeordneten Aufruf des Abwärtstrends und könnte sich unterhalb von 198,43 Euro weiter in den Unterstützungsbereich von 187,75 Euro abwärts bewegen. Darunter müssten sogar weitere Abgaben auf rund 180 Euro einkalkuliert werden, ehe Käufer wieder zurückkehren und für eine Stabilisierung sorgen. Der Software-Riese SAP gilt als wertvollster DAX-Konzern und das verhalf der Aktie auch während der Corona-Krise zu Spitzenleistungen und einem Verlaufshoch bei 129,33 Euro. Anschließend allerdings stürzte das Wertpapier regelrecht ab und markierte Mitte März sein vorläufiges Jahrestief bei 81,79 Euro. Doch so schnell das Papier zuletzt auch gefallen war, konnte sich eine dynamische Erholungsbewegung durchsetzen.
Solange SAP zwischen 103,50 Euro und grob 113 Euro seitwärts schwankt, sollte das Handelsgeschehen zunächst von der Seitenlinie aus betrachtet werden. Ein Anstieg auf über 115 Euro könnte allerdings schnell wieder Käufer auf den Plan rufen und zu einem Anstieg auf bis zu 125,36 führen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet das Video. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.